Freunde, die Shisha-Messe 2024 steht an und dafür einmal alle Infos. Erstmal vorab, wann ist die Shisha-Messe? Die Shisha-Messe ist am 26., am 27. und am 28. April 2024 in Frankfurt am Main auf dem Messegelände. Eine wichtige Sache, der Freitag ist nur ein Fachbesuchertag. Wenn ihr da kommen wollt, müsst ihr irgendein Gewerbe haben, am besten irgendeins, das in der Shisha-Szene irgendwas zu melden hat oder irgendwas zu machen hat. Und dann könnt ihr euch bei der Messe als Fachbesucher registrieren und wenn sie diese Registrierung annehmen, dann könnt ihr euch Fachbesucherkarten kaufen. Speaking of Karten, es gibt folgende Karten, die man sich kaufen kann. Es gibt die Endverbraucher-Einzelkarten. Das Wichtige bei den Einzelkarten ist, das ist ein einmaliger Einlass. Du gehst rein und sobald du rausgehst, ist vorbei. Du kommst nicht wieder rein. Selbst wenn du nur draußen, du wolltest einem Kumpel Hallo sagen, der um die Ecke war, du kommst nicht wieder rein. Das heißt, es erlaubt dir einmal auf das Messegelände zu gehen. Dann gibt es die Dauerkarten. Und die haben zwei Vorteile. Einmal kommst du natürlich an allen Tagen rein, das heißt, du kannst Samstag und Sonntag auf die Messe gehen, aber du kannst auch, wenn du nur einen Tag kommst, aber du weißt, dass du zwischendrin mal eine Stunde weg musst, ist das auch kein Problem, weil mit diesen Karten darfst du mehrfach rein, ne? Unbegrenzter Wiedereinlass, gültig Samstag und Sonntag. Das sind die wichtigen Fakten. Die Einzelkarten sind für einmal am Samstag rein oder einmal am Sonntag rein. Aber wie gesagt, gehst du raus, ist vorbei. Und dann gibt es noch die Dauerkarten für Fachbesucher. Das ist also, wenn ihr die Registrierung hier erfolgreich gemacht habt und ihr euer Unternehmen, euer Gewerbe da registriert habt und die Messe das auch angenommen hat, dann könnt ihr euch eine Fachbesucher-Dauerkarte kaufen. Die zählt auch für Samstag und Sonntag und auch für mehrfach rein und raus, aber auch noch für freitags. Und das ist natürlich ein sehr großer Vorteil, weil Freitag, der Fachbesuchertag, ist natürlich auch der entspannteste Tag auf der Messe. Generell würde ich sagen, Freitag ist natürlich der entspannteste Tag, Sonntag ist der zweitentspannteste Tag und Samstag ist immer sehr voll. Samstags haben halt viele Leute Bock auf einen Ausflug, da haben viele Leute Zeit und da kommen sehr, sehr viele Leute rum. Also wenn ihr es entspannter haben wollt, kommt am besten sonntags. Samstag ist meistens am vollsten. Generell, die Messe ist meistens sehr gut besucht. Also ihr könnt euch darauf einstellen, dass ihr nicht an jede Pfeife direkt rennen könnt. Also bringt ein bisschen Geduld mit. Die Messe macht um 11 Uhr auf und geht bis 19 Uhr abends. Das war früher ein bisschen anders. Da hat sie um 10 Uhr aufgemacht und ging bis 18 Uhr. Für mich persönlich deutlich entspannter, wenn sie erst um 11 Uhr aufmacht. Ich denke, die meisten Leute würden das genauso sehen. Weil wenn um 10 Uhr die Messe aufmacht und du nicht mitten in Frankfurt wohnst, dann musst du umso früher los, damit du dann um 10 Uhr auch wirklich rein kannst. Ja, hier seht ihr einmal die Anfahrt bzw. den Weg, wie ihr da hinkommt. Ihr könnt euch relativ gut orientieren. Ihr könnt, egal wo ihr seid, nach einer Sache suchen. Und das ist der Messeturm. Riesiger Turm mit so einer Pyramide als Dach. Ja? Und wenn ihr den seht, dann lauft ihr einfach in diese Richtung. Und wenn ihr beim Messeturm seid, sagen wir mal, ihr steht direkt auf dem Platz hier vorne, geht ihr hier runter an dem Taxistand vorbei, Brüsseler Straße, und dann kommt ihr hier zum Eingang. Da seht ihr dann wahrscheinlich schon eine Riesenschlange. Und von da könnt ihr dann durch dieses Gelände hier, durch das Messeding, könnt ihr dann einmal hier durchlaufen. Ne? Also hier ist der Haupteingang von der Messe, direkt bei dem Taxi-Ding. Da kommt ihr rein und dann ist schon beschildert, wie ihr zur Halle 3 kommt. Und hier seht ihr sogar nochmal Parkhäuser. Hier unten ist das Mövenpick Parkhaus, hier ist das Skyline Plaza, Messeturm Parkhaus und hier vorne wäre noch das Maritim-Parkhaus vom Maritim-Hotel. Genau. Und dann kommt ihr rein und dann lauft ihr hier rein und dann kommt ihr durch den Eingang hier unten rein, geht direkt links, sprintet los und dann kommt hier unten in der Ecke der F02 und dann seid ihr schon bei uns. Parkplatzempfehlung, wenn ihr zur Messe fahrt. Es sind relativ viele Parkhäuser drumherum, die sind aber teuer. Ansonsten, wenn ihr es günstiger haben wollt, parkt ein bisschen außerhalb und guckt euch an, wo die S- oder die U-Bahn bis zur Messe fährt. Dann könnt ihr günstiger wegkommen. Wenn ihr mit dem Auto kommen wollt, könnt ihr euch darauf einstellen, dass die Parkhäuser relativ teuer sind. Ein Beispiel für ein Parkhaus wäre zum Beispiel das Skyline Plaza. Das wäre ein Beispiel für ein Parkhaus. Aber da könnte man schon davon ausgehen, ich weiß es nicht genau, aber zwischen 15 und 25 Euro wird man da schon für einen Tag parken rechnen müssen. Also es ist nicht günstig, mitten in Frankfurt zu parken. Aber der Hauptbahnhof ist auch nicht so weit weg, also man könnte auch easy zum Hauptbahnhof fahren, noch kurz rüber spazieren und dann könnt ihr euer Auto irgendwo an einer abgelegenen S-Bahn, wo ihr ganz entspannt parken und einsteigen könnt, hinfahren. Okay, dann gucken wir uns als nächstes mal den Messeplan an. So, hier haben wir dann einmal den Hallenplan. Ihr seht schon, das ist gut gefüllt. Da sind nur noch, der E09 ist frei. Also, folgender Messeplan. Ihr kommt von hier rein, wo die Pfeile sind, ne? Also bei D, C und B. Ihr kommt wahrscheinlich hier direkt unter mir, da diese Rolltreppe hoch. Also genau hier, da kommt ihr wahrscheinlich hoch. Und dann könnt ihr in die Eingänge D, C und B mit rein. Und falls ihr zu uns kommen möchtet, würde ich euch empfehlen, direkt am Anfang von der Messe loszusprinten, durch den Eingang D, hier unten hinter dem Chat, da unten den Eingang hier reinzusprinten und kurz hier nach unten zu düsen und zu uns am F02 Stand zu kommen. Das heißt, ihr kommt hier die Rolltreppe hoch, sprintet hier rein, sprintet durch das Tor, am besten bei D,
sprintet hier rum, rennt bei D rein und fetzt dann ganz schnell nach unten und dann seid ihr hier bei F02. Da seid ihr dann bei uns am Stand. Jetzt gucken wir uns aber mal noch an, wer da noch so am Start ist. Wir gehen einfach mal unten die Liste entlang und dann können wir uns angucken, wer da so am Start ist. Wir haben Ginny bei uns als Nachbarn, Karl London, die waren letztes Jahr waren die hier an dem F03, die waren auf jeden Fall sehr korrekt, da freue ich mich, dass sie wieder bei uns sind, dann kennt man sich ja jetzt schon, ne, so unter den Messestandinhabern. Flashback. Da haben wir als erstes hier unsere Nachbarn aus Großbritannien mit sehr fancy Pfeifen. Hey, hier haben wir auf jeden Fall schon mal die klassische Telefon-Booth. Auf jeden Fall sehr fancy Pfeifen. Smoke-Connoisseur. Werden wir aber bestimmt nachher nochmal in Ruhe probieren. End of Flashback. Ganz einfaches Ding. So, Apollo weiß ich noch gar nicht, was es ist. Woom weiß ich noch gar nicht, was es ist. Ambery sind, ich glaube, aus der Ukraine sind die. Sind auf jeden Fall Pfeifen. Habe ich auch zwei am Start. Die sind, waren von der Verarbeitung her nicht so krass. Die waren optisch aber sehr, sehr geil. Sie sind jetzt nicht schlimm verarbeitet oder so. Aber das sind, also ist jetzt keine Stimulation. Sagen wir es einfach so. Dann haben wir hier Burkhardt Fruchtsäfte. Auch ganz, ganz wild. Vielleicht können wir uns da immer mal, vielleicht können wir da morgens so einen kleinen Smoothie trinken gehen mit dem Team. Das wäre auf jeden Fall wild. So, dann gibt es Per Climate. Theo ist hier bei uns um die Ecke, das ist natürlich auch sehr, sehr geil. Logic haben wir, MyTTHS haben wir, der Stand ist noch frei. Vielleicht sneaken wir uns den einfach noch mit dazu, ha? Der ist ja auch ein bisschen größer als unserer. Vielleicht sneaken wir den einfach noch mit rein. Wenn es keiner mitkriegt, dann kapern wir den einfach noch zusammen hier, den E05, E09. Wer wäre E05? Wen wollte ich gerade kapern? Apollo, ups. Wir machen weiter. Eine Reihe oben drüber. Wir haben ein großes Problem. Und zwar sind unsere Freunde von Moloko, die uns letztes Jahr ganz viele Drinks abgegeben haben. Übrigens dicker Kuss ans Team von Moloko. Falls Sie das irgendwie sehen, das war überkorrekt. Die haben uns echt gut mit Drinks versorgt. Dafür nochmal ein dickes Dankeschön. Ecos, für mich persönlich sehr uninteressant. Hier oben aber ein cooler Stand. Shisha Rand mit DT. Den schreibt man noch nicht mit DT, oder? Ich glaube, da hat die Messe gefettfingert. Auf jeden Fall hier oben der Stand von Shisha Rand. Finde ich cool, dass noch ein weiterer Shisha-Influencer dieses Jahr einen Stand hat. Da werde ich auf jeden Fall auch vorbeigehen und Hallo sagen. Elfbro kenne ich nicht. Rotas, Foresight, Shisha Original. Die sind auch original und die sind auch Urgestein auf einer Messe. Die dürfen nicht fehlen. Das wäre echt traurig. Dann haben wir The Pack, Icy Vapes, Zoex und Afsal sind hier am Start. VG Den, weiß ich nicht, was das ist. Caesar Shisha. Übertrieben nice. Also ich glaube, das sind die Caesar Bowls, nicht Caesar Shisha. Müssen wir mal gucken, ob noch irgendwo Caesar Bowls kommt, aber auf jeden Fall saugeil. Die hatten letztes Jahr auch ein paar Messeangebote. Also wenn da noch jemand auf eine günstige Caesar Bowl hofft, ist das vielleicht eine ganz geile Gelegenheit. So, unten drunter haben wir Panada. Das sind die, da hatten sehr, sehr viele, wann waren das? So ungefähr vor einem Jahr hatten da sehr, sehr viele, oder einem halben Jahr hatten da sehr viele Jungs Placements zu. Das ist so eine Pyramiden-Shisha. Ich habe nie eine geraucht, ich habe da auch nicht mitgemacht. Aber die könnte man sich da auf jeden Fall nochmal angucken. Dann haben wir Pro Vape, Coco Bee, Mr. Wood, Happier, True Passion. Wir haben Elvada, Smog, Cocobration bei Candy. Bin ich auch sehr gespannt, dass die Jungs zurück sind. Sehr wild. 187 hat natürlich wieder einen dicken, dicken, fetten Stand. Also da können wir auf jeden Fall wieder den gewohnt riesigen 187-Stand erwarten. Weiß nicht, vielleicht kommen ja auch noch Bones, Jizzes, ne? Vielleicht kommen die ja nochmal rum. Dann haben wir Flairbar hier vorne und hier haben wir noch Shisha Max. Dann vier Tabakmarken zusammen. Tukra, Joker, Catalea und Serum. Catalea habe ich auch gesehen, kannte ich nämlich nicht. Da hat der Mann mit Shisha, der Marco, hat dazu ein Video gemacht. Dann haben wir Intrade Concepts mit Elfbar, haben auch einen großen Stand. Dann kommt Shades und Chilmer, die teilen sich wieder einen Stand. Dann haben wir Demu GmbH, La Fume, Nameless hat wieder einen dicken, fetten Stand. Shisha Selection, das ist ja praktisch der Shop von der Shisha-Messe, die haben sich damit auch einen großen Stand gegönnt. Dann haben wir PouchX, das ist wahrscheinlich wieder die Lounge, denke ich. Hinten dran ist Alchem, Nick Select, Malkmus, Holistic, Vaptio, Benzos, PT Jaffa, Cresco und dann haben wir hier Aeon. Also B13 muss auf jeden Fall auch auf die Must-Besuchen-Liste. Dann haben wir WGA, Hest GmbH, 7 Days ist am Start, The Hooker ist am Start, Nika Tobacco, bin ich auch gespannt, habe ich noch gar nichts probiert. Freue ich mich drauf, dass ich es auf der Messe durchprobieren kann. Sikari und Ursun, nicht ähnlich aussprechen, das könnte falsch klingen. Dann haben wir SKE, Fumatool und MyPuff und dann, sehr spannend dieses Jahr oder besonders spannend dieses Jahr, der Alfacher Stand. Und der UKA-Stand, das ist die elektrische Shisha von Alfacha. Also Alfacha als Marke hat eine Untermarke gemacht, das ist die UKA und das ist eine elektrische Shisha. Da war ja auch letztens in Frankfurt das Event, ich konnte leider nicht da sein, weil ich krank war. Aber umso mehr freue ich mich drauf, dass ich bei 1008 vorbeigehen kann und bei Alfacha einmal selbst die UKA testen kann.
Also das wird auf jeden Fall auch geil. Dann Klassiker El Badia, also der Franzosenstand sozusagen. El Badia ist ein französischer Shop und Großhändler. Die haben aber auch eigene Pfeifen. Die machen zum Beispiel auch Köpfe wie den Casar. Oder wie die Franzosen sagen, Croissant. So wie Croissant, nur Croissant. Und Huki, da weiß ich noch nicht, um was es sich handelt. Aber eine wichtige Sache, die man besuchen sollte, steht hier noch nicht mehr drauf. Und zwar ist das Hookah Squeeze. Weil El Badia ist der französische Vertrieb für Hookah Squeeze. Und deswegen ist Hookah Squeeze dieses Jahr bei 10.06 mit am Stand. Also wenn ihr mal eine coole Paste probieren wollt, die man zum Auffrischen von Tabak benutzen kann. Also wenn ihr jetzt einen Tabak habt, der ein bisschen trocken ist, könnt ihr ein bisschen Hookah Squeeze dazu mischen. Wenn ihr noch einen anderen Geschmack mit reinmischen wollt, könnt ihr noch ein bisschen Hookah Squeeze mit reinmischen. Oder wenn ihr es einfach nur geil findet, könnt ihr ein bisschen Hookah Squeeze mit reinmischen. Nebendran dicker Premium-Stand von Revoshi. Die hatten auch die letzten Jahre immer eine coole große Lounge. Da werden wir bestimmt auch, vor allem fürs Messevideo, bestimmt mal ein kurzes Päuschen einlegen und schönes Wasser trinken. Vielleicht einen Chai. Die haben auch oft Chai dabei. Das ist auch sehr, sehr geil. Und dann haben wir hier noch die Berliner Tabak-Variante White Cloud. So, letzte Reihe, Freunde. Oben haben wir Flame Shisha. Bin ich gespannt, was es ist. Wir haben den XXL Black Kokos-Stand. Und oben haben wir Gemini. Und Gemini, falls ihr euch nicht erinnert, die haben ganz wilde Produkte. Das war der Kopf, wo oben das Depot war. Unten war so ein Slider, auf den man Kohle legen konnte. Und dann war die Kohle rechts unter dem Tabak. Und dann konnte man die so rumdrehen, je nachdem, wie viel Hitze man haben wollte. Also da, wenn ihr mal was Wildes im Shisha-Bereich sehen wollt, Gemini wird auch auf jeden Fall sehr, sehr wild. Dann haben wir nebendran Jasmin Tobacco, Doga. Oben haben wir noch WD Hookah. Oduman, auch Urgestein, was dabei sein muss. Afendi, Anima, die sehen auch sehr wild aus, die Pfeifen. Das ist, glaube ich, eine tschechische Firma, die sehr abgespacede Pfeifen haben. Die sehen schon fast, also wenn ich irgendwie ein Wort dafür erfinden müsste, wäre es Alien Pots. So sehen die Shishas von denen aus. Sind auf jeden Fall geisteskrank fancy, lohnt sich auch auf jeden Fall mal vorbeizuschauen und sich die mal anzugucken. Dann haben wir Acme Vape oder ACME Vape. Wir haben Venuka mit 27er Original Kohle, ne? Also die rote Kohlepackung, wo 27er draufsteht, das sind die Venuka Guys. Dann haben wir, Blackburn neben Hukain, Digga. Also wenn ihr die größte Party auf der Shisha-Messe sucht, abgesehen natürlich von unserem Stand, selbstverständlich. Also sagen wir mal so, bei uns ist die gediegene Party. Und wenn ihr ein Freibierchen wollt und wenn ihr Party wollt und verrückte Jungs sehen wollt, dann müsst ihr zu Hukain gehen. Da ist auf jeden Fall immer gut was los an der Messe. Das kann man nicht anders sagen. Dann müsst ihr euch auf jeden Fall B12 für Blackburn merken und B14 für Hukain merken. Ich hoffe, Blackburn weiß, was da abgeht, wenn die direkt neben Hukain sind, Digga. Das wird gut Party. Dann haben wir hier noch Shisha Presso. Oben haben wir Kaja Aroma und Fizzy. Ah, das andere war wirklich Cesar Shisha. Und hier oben haben wir Cesar Crystal. Also wenn ihr euch eine dicke Bowl ziehen wollt, was richtig Feines für unter die Pfeife, für eure Steckpfeife, dann A18 merken für Cesar Crystal Bowls. Unten drunter haben wir Stimulation, Aroma King, Olet Vape, Koko-Werk, klingt nach einer neuen Kohlemarke, die ich noch nicht kenne. Und unten dran haben wir Shenzhen ECT Technology und Extra Vape. Und der B28 ist auch noch frei. Also falls sich noch jemand 12 Quadratmeter einkaufen möchte, also ich meine, vielleicht ist der Plan auch einfach nur nicht ganz aktuell, aber hier wäre das. So, und oben haben wir noch Cool Shisha, Sea Smoke, Diamond Hooker und Maya Sarai. Und das wäre der ganze Messeplan. Also ihr seht, ist auf jeden Fall gut gefüllt. Es sind ein paar Marken leider nicht da. Vor allem Mose und Aino werde ich auf jeden Fall dieses Jahr vermissen. Aber bestimmt ist der Esan trotzdem da und läuft da rum. Der Mosi von Mose ist bestimmt auch am Start und wird da rumlaufen. Das ist 99% scheiße, dass sie nicht da sind. Aber 1% ist cool. Ich freue mich, wenn die hoffentlich dann wenigstens dieses Jahr einmal entspannt bei mir am Stand oder bei uns am Stand, beim SWG-Stand, ein Köpfchen rauchen kommen. Das wäre schön. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Und das ist der Messeplan für dieses Jahr. Und wie letztes Jahr auf der Messe, werden wir auch dieses Jahr wieder einen SWG-Messestand haben. Das heißt, wenn ihr Bock habt, mit mir, mit dem SWG-Team oder auch einfach nur mit den Freunden ein leckeres Köpfchen zu rauchen, dann kommt gerne bei uns an dem Stand rum. Wir sind wie gesagt bei F02, das heißt, wenn ihr reinkommt, links abbiegen und einfach einmal durchsprinten. Es wird wahrscheinlich wieder so sein, dass wir eine relativ große Schlange haben. Wir haben 102 Quadratmeter und wir versuchen die auch bestmöglich zu nutzen. Ich werde auch dieses Jahr die Fotoecke weglassen und dafür mehr Sitzplätze anbieten. Das heißt, auf der einen Seite, dass mehr Leute bei uns eine Pfeife rauchen können. Heißt auf der anderen Seite aber auch, dass ich nicht so viel zur Verfügung stehe, was Fotos und Co. angeht. Wenn ihr mich irgendwo auf der Messe rumlaufen seht, sagt trotzdem sehr, sehr gerne Hallo, können wir auch schnell ein Foto machen. Und ansonsten, falls ihr zu uns auf den Stand kommt, können wir natürlich trotzdem, wenn ihr reinkommt, ein Foto machen. Oder wenn ich gerade beim Kopfbau bin, dann komme ich nochmal bei euch vorbei und dann können wir dann ein Foto machen, wenn ihr das möchtet.
Messe ist ein teures Unterfangen, deswegen werden wir wieder Geld nehmen müssen für die Köpfe. Ich will wieder 0 auf 0 rausgehen mit dem Messestand und das heißt, wir müssen die Preise leider slightly erhöhen. Wir werden wahrscheinlich pro Kopf ungefähr 15 Euro nehmen, also praktisch normales Shisha-Bar-Niveau, aber hoffentlich von den Köpfen alles andere als normales Shisha-Bar-Niveau, sondern Top-Notch-Qualität. Ja, also das Beste, was man in den besten Shisha-Bars in Deutschland bekommen würde, das sollt ihr auch bei uns auf dem Messestand bekommen. Und wie letztes Jahr, Freunde, wenn ihr mit SWG-Merch kommt, kriegt ihr wieder 2 Euro Rabatt. Also falls ihr da Bock drauf habt, zieht euch gerne ein bisschen Merch an, kommt vorbei, dann sitzen wir alle in unseren SWG-Shirts da und rauchen eine schöne Pfeife am SWG-Messestand. Und dafür haben wir folgende Pfeifen. Wir kriegen von Stimulation-Pfeifen, von Aeon-Pfeifen und von Mose und von Emotion Pfeifen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr geile Auswahl an Shishas, aber wir haben auch eine sehr geile Auswahl an Tabak. Das ist noch nicht alles bestätigt, da kommt vielleicht noch was dazu. Vielleicht verändert sich auch noch ein bisschen was, aber grundlegend haben wir Folgendes an Tabak für euch. Garantiert bestätigt zum jetzigen Zeitpunkt, und es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zur Messe, haben wir Aino Virginia, Aino Dark Blend. Wir haben Nameless, wir haben Blackburn, wir haben wahrscheinlich Sebero, wir haben Must Age, wir haben Kismet, wir haben Darkside, wir haben Loyal, wir haben Ocean, wir haben Shades, wir haben Squeeze, wir haben O's, wir haben Hukain, wir haben wahrscheinlich Fuck Your Law, wir haben Maybe Fuck Your Life, wir haben garantiert Blaze und hoffentlich bis zur Messe noch ein paar mehr, aber ich denke auch die Auswahl wird sowohl für Darkband-Raucher als auch Virginia-Raucher als auch für Leute, die gerne beides mischen, unglaublich gut. So, das heißt, wir haben Top-Pfeifen, wir haben Onmo HMDs, wir haben Top-Tabak, wir haben den Ümit aus dem Umera, der die Köpfe bei uns baut. Das heißt, auch da wird es einen Top-Kopfbau geben. Der Ümit wird wieder unterstützt von unserem Team. Die hat er letztes Jahr schon absolut Premium angelernt und dann könnt ihr bei uns vorbeikommen. Und wichtige Info für unsere minderjährigen Freunde, was auch immer die hier auf einem Shisha-Kanal suchen, aber Messe ist ab 18. Es gibt keinen Mutti-Zettel. Es gibt kein Begleitpersonen-Ausnahmen. Ding. Wenn ihr nicht 18 seid, kommt ihr nicht rein. Das ist wichtig vorher zu wissen. Falls ihr Freunde habt, die nicht 18 sind und planen auf die Shisha-Messe zu gehen, sagt das denen bitte. Shisha-Messe ist ab 18. Es gibt keine Ausnahmen. Wenn sich eine Schlange bildet, werdet ihr wahrscheinlich ein bisschen warten müssen. Danach haben wir einfach Sitzplätze, wo ihr euch hinsetzen könnt. Dann kommen die Kellner zu euch und Kellnerinnen zu euch und nehmen eure Bestellung auf. Und dann könnt ihr bei uns ein leckeres Köpfchen für die Gegenleistung von 15 Euro rauchen. Und dann könnt ihr bei uns chillen. Und wir werden Zeitslots haben, also wir geben euch einen Kopf, es gibt keinen Kohlewechsel und das heißt, euer Köpfchen sollte so mal mindestens eine Stunde, wahrscheinlich so anderthalb Stunden halten und wenn euer Köpfchen sich dem Ende neigt, dann werden wir auch sagen, so jetzt müssen wir euch leider bitten, dann langsam zu gehen, damit dann die nächsten Leute kommen können. Ne? Also wir schmeißen da jetzt nicht jemanden mitten im Kopf raus oder so, aber wenn ihr dann merkt, okay, das Köpfchen ist jetzt durch, dann wäre das auch cool, wenn ihr Platz für die nächsten machen könntet, damit hoffentlich möglichst jeder, der bei uns einen Kopf rauchen will, auch die Möglichkeit bekommt, einen Kopf zu rauchen. Ich weiß, dass das ein bisschen kacke ist, wenn man nur einen Tag auf der Messe ist und dann muss man vielleicht eine Stunde, zwei bei uns warten. Dann geht halt schon ein bisschen Zeit drauf. Ne? Wenn du 2 Stunden wartest und 1,5 Stunden den Kopf rauchst, dann sind schon mal 3,5 Stunden von deiner Messezeit weg. Und dann wird das vielleicht ein bisschen eng, alles zu sehen. Wenn es irgendwie gehen würde, dass wir 300 Quadratmeter hätten und ein dreimal so großes Team hätten, um alle Menschen zu bedienen, dann würden wir das sehr, sehr gerne machen. Aber das macht alles viel teurer, viel aufwendiger und so viele Leute zu finden, die da freiwillig helfen. Ich bin jetzt schon unglaublich dankbar für die 28 Leute, die mit mir zusammen dann das Messeteam bilden und das Ding da rocken, kostenlos, ohne dass den Jungs irgendwas bezahlen kann und Mädels. Also die nehmen sich teilweise Urlaub, um den Stand mit aufzubauen, holen sich alle ein Hotel, schuften da 3 bis 5 Tage. Für uns geht ja der Aufbau schon mittwochs los und machen das alles kostenlos aus Liebe zu dieser ganzen Shisha-Sache. Zu Shisha, zu SWG, zu Community. Das ist schon wirklich wild. Aber ja. Kommt bei uns sehr gerne ein leckeres Köpfchen rauchen, F02. Und ganz wichtig, das Geld, was wir nehmen, wir haben jetzt nicht so ein Kartenlesegerät und da irgendwelche Verknüpfungen und so. Das heißt, bitte achtet drauf, dass ihr das Geld bar dabei habt. Und was ihr auch noch dabei haben solltet, und das gilt sowieso für die ganze Messe, auf jeden Fall was zu trinken, Freunde. Man kann sich dort Trinken und Essen kaufen, aber achtet bitte drauf, dass ihr auf der Messe genug trinkt, genug esst. Und wenn euch ein bisschen schlecht wird, dann seht zu, dass ihr nochmal in die frische Luft geht. Weil keiner will, dass dieses unglaublich geile Wochenende für irgendjemanden scheiße endet, wenn da irgendwie der Kreislauf mal keinen Bock mehr hat oder so. Also seht zu, dass ihr wohlgenährt, wohl hydrated und happy auf die Messe kommt. Und dann steht einem leckeren Pfeiferauchen nichts im Weg. Es wird auch nochmal ein kleiner Rückblick zu letztem Jahr geben.
Der wird demnächst noch kommen oder vielleicht kommt auch das andere Video vor dem, dann ist es schon online, weiß ich noch gar nicht. Aber es wird auf jeden Fall auf dem SWG-Kanal vor der Messe noch einen Rückblick geben, wie der Stand so letztes Jahr war. Und wenn ihr da noch keine Lust habt, auf die Messe zu kommen und auch zum SWG-Stand zu kommen, dann kann ich auch nicht helfen, Digga. Also, ich hoffe, wir sehen uns auf der Messe, Freunde. Ich bin insane gehypt, ich freue mich, alle wiederzusehen. Ich freue mich auf unendlich viele Köpfe an diesem Messewochenende und ich freue mich auf euch. Also, bis zur Messe.